Was geht ab, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Horizon. Wir machen weiter. Und zwar habe ich mir gedacht, nachdem wir jetzt hier das das Banditenlager übernommen haben, wollte ich jetzt mal hier zu diesen neuen Viechern gehen, mir die mal angucken. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was da jetzt so abgeht in dem Gebiet. Ich denke mal nicht, dass ich da schon sein sollte oder hingehen dürfte. Vom Level her. Aber ich will mir die auf jeden Fall mal angucken. Ich will auf jeden Fall noch mal einen Blick riskieren. Zudem habe ich noch mal ein Gefangenenlager gefunden. Das können wir vielleicht dann auch noch mal machen. Jetzt direkt so im Anschluss. Wollen wir hier so zwischendurch mal noch mal mit dem Fokus rumrennen. Denn, ja, ich habe bis jetzt extrem wenig von den Dingern gefunden. Von diesen sammelbaren Items. Von den Aufzeichnungen und. Aber ich habe mir die auch noch nicht wirklich durchgelesen. Das werde ich wohl wahrscheinlich... Was? Ort kann nicht betreten werden. Wie jetzt? Wo bin ich denn? Okay, ich kann da nicht weiter hoch. Oder ging das jetzt allgemein für die... Oder war Heilung? Für diese Region. Dass ich die vom Level her noch gar nicht betreten kann. Ah, wir werden es jetzt gleich herausfinden, denke ich. Gehen wir hier hoch, Aloy. Okay, der Ort kann nicht betreten werden. Gehen wir mal hier rum. Ich muss umkehren. Okay. Leicht genervt? Ja, das ist jetzt natürlich dann ärgerlich. Aber ist das jetzt nur, weil ich auf dem Berg bin, oder? Wow! Nicht gut, dass er auf einmal so tief runtergeht. Holy shit. Okay, aber sieht doch so aus, als wenn ich zu den Viechern kommen würde. Wir können natürlich auch die Questen weitermachen. Leute, das wäre jetzt so eine Überlegung. Aber ich glaube, erstmal würde ich das Banditenlager noch leer räumen. Das eine, weil das ist noch... Ich denke mal, das wird nicht so lange dauern, weil das ist halt hier noch mitten in der ersten Region da. Ich denke mal, das ist, würde nicht so lange dauern. Ja, abgesehen davon habe ich hier auch viele Feuer noch nicht gefunden. Und hier würde ich auch gerne nochmal hingehen wollen. Hier ganz an dem Rand, an den See. Da ist nochmal ein Läufergebiet. Da ist, glaube ich, auch nochmal irgendwie was... Könnte sein, dass da was Interessantes wäre. Ja, zudem habe ich dann halt die Feuer da noch nicht gefunden. Oder noch nicht aufgedeckt. Die könnte ich natürlich auch noch mal machen. Aber hauptsächlich bin ich auch noch auf der Suche nach einer Möglichkeit, wie ich Strom transportieren kann. Okay, hier ist voller See. Da hinten sind die ersten Viecher. Ich glaube, das sind Läufer. Oder diese Breitkopfdinger. Okay, die Mucke hat sich verändert. Sägezahngebiet. Das ist immer Heilung. Brauchen wir die Sägezähne? Nicht, dass die gleich von hinten kommen oder so. Oder mich überraschen. Das wäre gänzlich schlecht. Würde ich behaupten. Sind die da unten irgendwo? Oh Mann, ich höre große Viecher. Okay, ah, hier sind die Sägezähne. Oh wow, was ist das? Achso, ein Sägezahn. Lol. Das Vieh sei. Achso, da sind Gräser. Dazwischen. Ne, Landshorn sind dort. Okay. Versuchen wir hier weiterzukommen. Dieses Lanzenhorn zu überbrücken ist kein Problem. Aber es einzufangen. Okay, dann nehmen wir mal hier. Mal die Dinger. Und
schießen wir hier so ein paar Pfeile durch die Gegend. Ah, ich weiß, mit einem Schlag kann ich ihn wohl nicht töten. Auch nicht, wenn er kritisch ist. Vorne ist halt einfach noch einer. Machen wir es kurz. What? Wo ist das Vieh jetzt reingerannt? Ups. Bombardieren wir den mal. Am besten da, wo es weh tut. Scheiße. Was geht? Ich höre Schritte, aber alles gut. Ah, alles gut. Wie er mich sucht. Was geht? Komm, du kannst dich ruhig wieder verpissen. Oder lauf halt in die nächste Falle, du Sack. Jawohl, beide erwischt. Was stand da jetzt? Ich kann die... Kann ich die über... Fuck. Kann ich die überbrücken? Yo! Nice, Alter. Richtig geil, ich kann die Viecher überbrücken und gegen sich selbst kämpfen lassen. Geil, Alter, mieser Robo-Fight. Wow, wieso hat er mich jetzt gesehen, Alter? Okay, das Vieh ist down. Was geht? Ey, ich finde das geil so aus dem Schatten. Die suchen mich. Ja, Junge. Zack, überbrückt habe ich dich. Und jetzt hau ich dir auf die Fresse. Wow. Wer, der ist in den Spring. Hart reingesprungen. Wo ist das Vieh? Da. Stirb, Junge. Jetzt habe ich aber keine Falle mehr, ne? Nein, jetzt bin ich auch runtergefallen. Hier in deine Fresse, du Saftsack. Jawohl. Nice. Easy. Stufe 19. Jawohl. So gehört sich das. So, den haben wir jetzt auch nochmal eben abgeerntet hier. Okay, ich habe zwar gedacht, das sind neue Viecher, aber... Alles klar. Wann... Dann sind es halt keine. Oh, kann ich die wieder einsammeln? Jo. Geil. Nice.
So, einmal gucken, ob wir hier irgendwie was haben. Ah, warte mal, das ist doch gar nicht das Gebiet, oder was? Kann das sein? Stürmer, okay. Da war noch gar nicht das Gebiet. Das ist noch weiter oben. Bildgut. Ja. Kann ich die Viecher auch überbrücken und dann auf den reiten? Jo. Jetzt ist nur die Frage, ob ich dann auch auf den reiten kann. Wow! Junge! Come on, Vieh, mach das kaputt hier! Welches lag hier denn jetzt? Scheiße, das ist dann überbrückte. Come on, beschütze mich, du Vieh! Alloy, okay, das Vieh hat den sofort kaputt gemacht, geil. So ein Vieh habe ich nämlich auch noch nicht gehabt. Feuerschutzgewebe, aber ich kann jetzt nicht auf dem Vieh reiten. Schade. Aber okay, geil. Kann ich dich wieder freilassen oder so? Nee. Ah gut, okay. Ja, das war das Gebiet hier. Waren nur diese Lanzenhörner. Ich habe hier ansonsten jetzt so weit auch noch nichts. Aber gut, das ist auch mega undurchsichtlich. Von da sind diese Vögel. Boah, da kann man auch noch hoch bis hierhin. Was sich da wohl verbirgt, ich weiß es nicht. Ja, die habe ich noch nicht gefunden, die Viecher. Das sind auch nur diese Lanzenhörner. Was sind das für Viecher? Gehen wir mal dahin. Was war das jetzt? Das ist wieder so ein Lanzenhorn. Stürmer. Das wird mir noch weiterhelfen. Na, die machen wir jetzt mal von hinten kaputt. Zwischen die Beine. Wow, der lebt noch. Okay. Alles klar, also für die brauchen wir ein bisschen mehr Damage. Also, und das sind die Stürmer. Den kann man aber, glaube ich, auch reiten. Was ist das denn? Da ist auch irgendwie so ein Flugzeug oder so. Da hinten ist was. Alte Trümmer. Vorne sind alte Trümmer, da will ich hin. Kann ich jetzt auf den reiten? Jo. Nice, Alter. Was, wollt sich prügeln oder was? Ey, Heilung! Weg hier, Geronimo. Alter, machen die Damage. Sind echt nicht zu unterschätzen. Ich glaube, ich sollte hier abbauen. Stürmer Herz, da brauchte ich noch. Und jetzt weg hier. Geronimo, Junge. Da ist auch so ein alter Panzer oder so. Also von den versteckten Sachen her sind die schon echt geil hier. Was ist das für ein Vieh? Oh, warum konnte der mich sehen, Alter? Shit, ich glaube, da geht in die Hose. Oh, das sind drei Stück. Plünderer sind da, glaube ich, ne? Hier, mach deine Fresse noch schön weit auf. Sag A, Junge. Ah!
Okay, da konnte ich denn seinen Angriff mit dem mit der Animation von dem kritischen Schlag austricksen. Nice. Plünderer. Jawohl, Plündererlinse. What? Da ist noch einer, ne? Der schießt schon auf mich, der Drecksack. Na, dann komm her, Kollege. Na, Junge. Kritischer Schlag, Alter. Weg mit dir. So. Jetzt haben wir wieder Ruhe. Jetzt können wir hier wieder uns in Ruhe umschauen. Achso, warte mal. Hier waren doch irgendwo noch diese alten Trümmer. Die wollte ich ja eigentlich haben. Wo waren die jetzt? Da unten, ne? Ne? Zerstörte Maschine? Wo waren denn jetzt die alten Trümmer? Come on, Aloy. Hier draußen weiß der Schnee ganz schön. Stürmer? Stürmer? Wo waren jetzt die alten Trümmer? Hallo. Verarschen? Erstmal so eine Schockwurzel aufgesammelt. Wo waren denn jetzt die alten Trümmer? Da unten. Jo, alte Trümmer. Oh, da ist ein Brunnen. Oder? Ach ne, ist ein Panzer, okay. Ich dachte jetzt, dass da vielleicht so ein Brunnen ist, ob man hier vielleicht so eine neue Dungeon hat. So ein neues. Ne? Da hinten ist ein Lagerfeuer. 3 Minuten. Mal eben gucken, wie weit das ist. 200 Meter. Okay, da tun wir uns noch. Und dann schon wieder Schluss für den Part. Aber die 20 Minuten, die sind so knapp. Da, also bei solchen Spielen finde ich es halt immer so ein bisschen ätzend. Eine Brennwurzel, die brauche ich nicht. Und dann gucken wir uns auf jeden Fall im nächsten Part, gucken wir uns noch eben die Vögel an, wenn wir jetzt hier schon mal in der Ecke sind. Da sind die Vögel sogar jetzt schon. Okay, die will ich mir mal eben anschauen. Eisbeutel, Schwäche. Okay. Was ist das da? Na, ey, eine Blume, Alter. Eine Metallblume. Geil. Wir haben noch eine Metallblume gefunden. Übel geil. Ja, Leute. Also hat sich dann auf jeden Fall gelohnt, hier hochzugehen. Eine Brennwurzel. Ich würde jetzt aber gerne so ein Vieh abschießen. Na, tolle Scheiße. Es gibt kein Zurück mehr. Ups. Ups. Ey, der schießt irgendwas. Ja, ich sehe hier in dem scheiß Gras nichts, ey. Wow, der ist ganz schön fix unterwegs, man. Seinem Schussgeschister. Wow. Boah, Alter. Dem habe ich gegeben. Du Mistkrabbe, Alter. What the fuck, der gibt so viel AP. Ach, EP. Übel geil. Und hat direkt was Grünes fallen lassen. Da oben steht ein Panzer auf dem Dings. Also wenn hier so viele Panzer liegen, könnte das ja eigentlich nur bedeuten. Ein fliegender Raubjäger. Wow. Nicht gut. Wo ist der da oben? Wow, die Viecher kommen auch. Alles klar, Jungs. Wow. Ey, lass mich hier aus der Hütte rauskommen. Mischte. Wow! What the fuck? Alter! Ah, scheiße. Liegt der Loot noch da?
Wo ich den ersten Vogel da gerade runtergeholt habe? Natürlich nicht, scheiße. Ey, können wir uns den jetzt mal leise holen? Oder kriege ich den vielleicht sogar überbrückt? Nee. Den kann ich leider noch nicht überbrücken. Okay, den habe ich. Ich will auf jeden Fall einmal so ein Grau habe ich. Dingen, aber das ist Metallblock. Ah, deren Schwäche ist Präzision. Aua. Jetzt weiß man auch warum. Okay, nice, da haben wir ihn. Weil die schwer zu treffen sind, ne? Deswegen ist Präzision halt bei denen übel gut. So, aber mich wird... ach so, Leute, wir müssen Cut machen. Bis später. Wir machen hier gleich weiter. Leute, ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit und ich will hoffen, ich konnte euch unterhalten. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch einfach ein Like da. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos von mir verpasst. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein!